Ganz konkret geht es darum, dass wir natürlich nicht wollen, dass in Seenbereichen oder in Flusslandschaften mit Blei geschossen wird. Das kann sich im Wasser anreichen, das kann von Tieren aufgenommen werden. Das sollte verboten sein, da habe ich auch kein Problem damit. Ich habe aber das Gefühl, dass die Kommission nicht nur in diesen sensiblen Naturräumen Bleischrot verbieten will, sondern grundsätzlich ein Bleiverbot erreichen will. Und das halte ich für unverhältnismäßig. Das Problem ist hier die Definition, was ist ein Feuchtgebiet? Wir hätten kein Problem damit zu sagen, ein Uferbereich, ein Seebereich ist ein Feuchtgebiet. Aber nach der Definition jetzt kann auch nach einem starken Regenereignis es so sein, dass auch der Schießstand plötzlich ein Feuchtgebiet ist, weil noch eine Pfütze da ist. Und das kann ich wirklich nicht nachvollziehen. Hier hätte klarer geregelt gehört, was ist ein Feuchtgebiet, was ist es nicht. Jetzt kommen wir ja zum eigentlichen Problem. Jetzt sind wir doch mal ehrlich, wir freuen uns über das rege Leben in unseren Schützenvereinen. Wir sind stolz darauf, wenn es uns bei den Olympischen Spielen als Deutschland gelingt, auch Goldmedaillen, Silber-, Bronzemedaillen im Skisport zu gewinnen. Und gleichzeitig behindern wir es, unsere Schützen mit der international zugelassenen Munition zu trainieren. Was ist der Effekt? Dass viele Dinge bei uns nicht mehr stattfinden werden, dass die Medaillen auch woanders hingehen werden, dass der Schützensport, der wirklich nichts Gefährliches ist, der wirklich eine Tradition pflegt, gefährdet ist. Und dafür wollte ich nie die Hand reichen. Ich habe schon das Gefühl, dass es hier mehr um Ideologie denn um Sachverstand geht. Ich glaube, jedem ist klar, in einem Uferbereich, an einem See, an einem Fluss wird auch kein Schießstand aufgebaut. Aber wenn wir einen Schießstand nach einem umfangreichen Genehmigungsverfahren genehmigt haben und da ist dann plötzlich eine Pfütze, weil es geregnet hat und dann muss der ganze Schießsport eingestellt werden, dann ist schon das Mit-sich-Führen von bleihaltiger Munition verboten. Das schießt über das Ziel massiv hinaus. Leider ist es nicht gelungen, Sozialdemokraten, Grüne und Linken davon zu überzeugen. Ich bedauere das sehr. Jetzt muss in Deutschland natürlich diese Regelung umgesetzt werden. Und ich hoffe, dass es zwischen dem Umweltministerium und dem Innenministerium, das für den Sport zuständig ist, hier zu einer Verständigung kommt, was ist eigentlich ein Feuchtgebiet. Der Kommissionstext lässt ausdrücklich nicht zu, dass Skisportanlagen ausgenommen werden. Das heißt, wir müssen hier für Deutschland eine praktikable Lösung finden, weil sie wollen auch trainieren können, wenn es kurz vorher geregnet hat. Und es kann nicht sein, dass plötzlich dann eine Skisportanlage stillgelegt werden muss.